freue mich, dass ihr heute hier seid, um diese Stunde mitzumachen. Eine sanfte Yogastunde, in der ich Spannung und Entspannung thematisieren möchte. Wir neigen dazu, immer wieder ins Extrem zu gehen. Die Spannung ist dann immer gleich anstrengend und die Entspannung ist dann immer gleich schlapp und kraftlos. Aber es gibt eine Möglichkeit, in der Spannung gelassen zu bleiben, mühelos zu bleiben und in der Entspannung zu spüren, dass diese kraftvoll ist. Also nicht entweder oder das ein oder andere Extrem, sondern jeweils in den Gegenpolen befindet sich immer auch etwas von der anderen Qualität. In der Spannung etwas Leichtes, Müheloses und in der Entspannung etwas sehr Kraftvolles. Dann in diesem Sinne gehen wir hinein in die Meditation. Finde bitte deine bequeme Haltung im Sitzen oder im Liegen. Schließe bitte sanft deine Augen, ohne jeden Nachdruck. Die geschlossenen Augen schauen in schwarze, samtene Dunkelheit, als würden sie in den Nachthimmel schauen und sich dabei entspannen. Mit dem Entspannen der Augen auch die Ansichten entspannen. Weniger festgefahren sein in den Meinungen. Entspannte Augen und eine gelassene, friedfertige innere Haltung finden. Wenn du deinen Körper nun spürst und du sitzt, mag es dir gelingen, in der sitzenden Haltung, in der eine gewisse Körperspannung notwendig ist, um überhaupt sitzen zu können, dennoch mühelos zu sein in der sitzenden Haltung. Und wenn du liegen sollte, möge es dir gelingen, in aller Entspanntheit so wach zu bleiben, so energievoll zu bleiben, dass du nicht beginnst zu dösen oder gar einzuschlafen. Sitzend oder auch liegend, gleichermaßen entspannt sein. Und wach und energievoll genug, um diesen Augenblick deutlich zu erfassen und nicht zu verpassen. Beobachte bitte für eine kleine Weile nun deinen Atem. Atem mit seinem Kommen und Gehen ist auch ein Wechselspiel von Spannung und Entspannung.
Einatmende, schenk dir Energie. Ist kraftvoll und hat etwas mit Spannung zu tun. Und das Ausatmen lädt dich zur Entspannung ein. Löst gebundene Energien, bringt zum Fließen. Schenk dir Energie durch das Loslassen, weil du nicht mehr blockierst. Es ist beim besten Willen nicht feststellbar, ob das Ein- oder Ausatmen besser ist, denn sie gehören zusammen. Und weder die Spannung noch die Entspannung ist in irgendeiner Weise extrem. Es sind Tendenzen, etwas mehr Spannung, etwas mehr Entspannung. Das Einatmen, das etwas mehr zur Spannung neigt, ist mühelos. Und die Entspannung mit dem Ausatmen bringt mehr Energien zum Fließen. Ist nicht gleichgültig, ist nicht lasch, nur entspannt. Das Ein- und Ausatmen, das ein bisschen ist wie ein sanfter Wellengang, zeigt uns auf sehr anschauliche Art und Weise die Natur des Lebens. Ein ständiges Fließen. Ein Abwechseln, Kommen und Gehen. Kein Festhalten, kein Festgefahrensein auf einen Pol, sondern beides hat seine Berechtigung. Ein schönes Wechselspiel von Spannung. Entspannung. Das gleiche Prinzip von Spannung und Entspannung erfahren wir auch im Pulsschlag. Lediglich in einer schnelleren Frequenz als der Atem. Aber an sich das gleiche Schauspiel, Spannung, Entspannung, Spannung, Entspannung. Versuche dich gleichermaßen gerne darauf einzulassen. Eine mittlere Haltung finden, die gleichermaßen die Spannung und die Entspannung wertschätzen kann. Sind Spannung und Entspannung in der Balance? Läuft alles leicht und lebendig,
frei und reibungslos ab. Der Atem in seinem Wechselspiel bleibt, versuche nun unabhängig davon in dir zur Ruhe zu kommen. Als würdest du innerlich noch einmal die Augen schließen. Den Rhythmus des Lebens lediglich fließen lassen und dich selbst darin in Ruhe geborgen erleben. Ein angenehmes Verweilen. Die Beruhigung mag sich erst in Teilbereichen des Körpers oder des Gemüts zeigen und dann letztendlich alles durchdringen. Eine Ruhe, die erlaubt, dass das Wechselspiel des Lebens geschehen darf, sein darf, unabhängig davon, ruhig bleiben, angenehm in sich geborgen. Die Ruhe, die du entwickeln konntest, ganz real, lege nun bitte abschließend bildhaft um deine Nerven herum, wie ein Schutzfilm. Visualisiere starke Nerven, die fähig sind, in aller Ruhe allem zu begegnen, mit allem umzugehen, in aller Ruhe. Mit etwas mehr Sammlung versehen und vielleicht etwas mehr bereit, dem ständigen Wechsel zu begegnen. Nun sanft den Atem wieder spüren, mit dem tieferen Atmen zu einem eigenen Zeitpunkt langsam wieder bewegen, so wie es angenehm ist,
Sich recken, strecken, so wie es kommt. Gemütlich Beine ausstrecken, sich in den Raum hineinstrecken. Die Augen blinzeln, öffnen nicht auf einmal. Und wir beginnen im Liegen und bleiben heute auch bei solchen Übungen, die sich alle hier in diesem unteren Bereich abspielen. Treffen uns in der Rückenlage. Schüttet bitte am Boden entlang, Arme und Beine so ein bisschen aus. Kommen hier zunächst einmal an. Registrieren, so fühle ich mich, wenn ich da liege. Wenn wir nun Stück um Stück Spannung aufbauen und wieder loslassen im Körper, dabei hinaufgehen, treiben wir mehr Energie in die Aufwärtsbewegung. Dabei ist es wichtig, dass die Spannung eben kein Extrem ist, eine mittlere Spannung, die mühelos ist. Die Entspannung dient dann immer auch der Möglichkeit festzustellen, dass da Energien freigesetzt werden. Spanda, Nishpanda. Um zu beginnen mit einem Einatmen, die Zehen einrollen, die Füße anspannen auf ein mittleres Maß, Spannung halten. Sich der Spannung bewusst sein und aus locker lassen. Ein, die Zehen einrollen, die Füße und die Beine anspannen, gib etwas Druck dafür mit den Fersen zum Boden, halten einen Moment und aus locker lassen. Tief ein, die Zehen einrollen, Fersen geben Druck zum Boden, Beine fest, den Po anspannen, die Spannung halten, sich der Spannung bewusst sein und aus, loslassen. Ein, die Zehen einrollen, Beine anspannen, den Bauch anspannen, Po anspannen, den Bauch anspannen, halten einen Moment die Spannung. Und aus, loslassen wieder. Tief ein, die Zehen einrollen, Füße und Beine, Gesäß und Bauch. Den Rücken anspannen, dafür Druck geben mit den Schulterblättern zum Boden. Und aus, locker lassen. Tief ein, die Füße einrollen, Zehen einrollen, Beine, Gesäß, Bauch, Rücken, Brust anspannen, Spannung halten und aus, loslassen. Tief ein, Füße und Beine, Gesäß, Bauch, Rücken, Brust, Schultern, die Fäuste ballen, halten einen Moment die Spannung und aus, loslassen. Ein Zehen einrollen, Füße und Beine, Gesäß, Bauch, Rücken, Brust und Schultern, die Arme anspannen, Spannung halten und aus, locker lassen, nochmal. Tief ein, Füße und Beine, Gesäß, Bauch, Rücken, Brust, Schultern, Fäuste, Arme fest. Den Nacken, Hals anspannen, als wolltest du den Kopf heben, halten einen Moment und aus, locker lassen, nochmal. Tief ein, Füße und Beine, Gesäß, Bauch, Rücken, Brust, Schultern, Fäuste, Arme, Hals und die Kopfhaut anspannen, stell dir das vor, das geht, und aus, locker lassen, nochmal.
Tief eine, Füße und Beine, Gesäß, Bauch, Rücken, Brust und Schultern, Fäuste, Arme, Hals und Kopfhaut, das Gesicht anspannen, ein Zitronengesicht machen. Und aus, locker lassen, noch einmal. Tief ein, von unten nach oben, den Körper anspannen, Spannung halten. Und locker lassen. Und nimm bitte die Arme dann senkrecht hinauf über den Kopf. Komm ins Rekeln und Strecken und im besten Fall entsteht durch das Rekeln ein Gähnen. Erlaube ruhig, dass das Gähnen kommt. Und dann nimmst du die Arme wieder neben den Körper. Schüttel bitte nochmal am Boden entlang Arm und Bein raus. Spüre dann einen Moment, Augen zu. Wie energievoll die Entspannung ist, wie es fließt, pulsiert, strömt, aufgrund von Spannung und Entspannung. Die Augen kannst du nun geschlossen lassen. Wie eine Marionette Fäden hat, stell dir bitte vor, von der Decke her kommt ein Faden am Knie, ein Faden am Sprunggelenk und dann hebst du tief ein das rechte Bein ein ganz kleines Stückchen hinauf, 1-2 cm, das Gewicht spüren, Spannung spüren im ganzen Körper, denn du willst das Bein ja halten und aus, locker fallen lassen, andere Seite. Linken Fuß und Knie etwas heben, das Bein ein bisschen heben, tonnenschwer empfinden und aus fallen lassen. Ein bisschen tief ein, den Po anheben, der Po bleibt am Boden, nur die Schwere des Beckens spüren und tief ein, den Rücken wölben, ein Hohlkreuz machen, das Gesäß und die Schultern geben Druck zum Boden, Rücken wölbt sich auf und aus, fallen lassen. Beide Schultern tief ein, hochheben, so hoch, dass sich auch die Schulterblätter vom Boden lösen und aus, fallen lassen. Rechte Hand, Handgelenk, Ellbogen, den rechten Arm ein bisschen heben, das Gewicht wahrnehmen und aus, fallen lassen. Linke Hand, linken Arm ein bisschen heben, das Gewicht spüren und fallen. Am Boden entlang den Kopf in aller Ruhe hin und her bewegen, einatmend nach rechts, aus ganz nach links und so weiter. Und während du den Kopf hin und her bewegst, spüre bitte das Gewicht des Kopfes am Boden. Der Kopf rollt so ein bisschen hin und her wie eine Murmel, eine schwere Kugel. Und mit dem Hin- und Herrollen des Kopfes entspannt sich der Kiefer, entspannt sich das Gesicht, entspannt sich der Nacken, entspannen sich die Sinne und das Gehirn, werden dabei klarer und nicht trüber und trüber, denn die Entspannung hat nichts mit Müdigkeit zu tun.
einem der nächsten Male. Lasse den Kopf bitte in der Mitte liegen. Spüre noch einmal von Kopf bis Fuß. So erlebe ich jetzt den Körper. So durchströmt, so lebendig, so pulsierend. So ruhig und entspannt. Nichts tun. Um weiterzugehen, die Füße schließen, die Bauchmuskeln so aktivieren, dass du die Lendenwirbelsäule etwas senken kannst, in Richtung zum Boden bringen kannst. Kinn etwas herangezogen, Hände flach am Boden. Wir verbinden die Bein- und die Kopfhebung, Ekapada, Uttanapada Asana und Shusha Asana. Erst alle Luft raus, aus, aus, aus und das rechte gestreckte Bein. Tief einheben und den Kopf heben, spüre die Muskelkraft. Und aus, langsam hinunter, möglichst gleichzeitig Kopf und Ferse am Boden. Wenn du liegst, einmal zwischendurch atmen. Ein und aus. Nochmal rechtes Bein und Kopf. Tief einheben, sich der Spannung bewusst sein, die gebraucht wird, um sich bewegen zu können. Aus, wieder hinunter, Spannung wahrnehmen, im Liegen einmal durchatmen und locker lassen, nochmal. Einheben, kurz halten, aus, hinunter. Und durchatmen. Linkes Bein und Kopf tief einheben. Lendenwirbelsäule in Richtung zum Boden. Schulterblätter am Boden lassen. Aus, hinunter. Gleichzeitig Ferse und Hinterkopf am Boden. Einmal zwischendurch atmen. Wieder tief einheben, kurz halten, aus, hinunter, einmal durchatmen. Letzte Runde, einheben. Kurz halten, aus, hinunter und locker lassen. Schüttel bitte am Boden nochmal Arme und Beine aus. Liegen ein Momentchen, die Fußspitzen kippen locker zu den Seiten. Wenn du magst, den Kopf nochmal hin und her bewegen. Registriere bitte, wie sich der Körper fühlt. Gehen weiter, die Füße schließen, Lendenwirbelsäule in Richtung zum Boden, Kinn herangezogen. Das rechte gestreckte Bein tief einheben und halten, linke Ferse bleibt fest am Boden. Nach den eigenen Möglichkeiten ziehst du das rechte Bein heran. Wenn du das rechte gehobene Bein senkrecht halten kannst, ist das schon ganz schön. Wenn du das Bein oben nicht ganz strecken kannst,
Beuge bitte als Kompromiss das untere Bein, damit du dann die Chance hast, oben ganz zu strecken. Versuche das obere Bein ganz zu strecken, ganz gleich, wie weit du das Bein gehoben bekommst. Ja, kann sein, dass du nicht in die Senkrechte kommst. Finde bitte dein Maß, aber oberes Bein lang durchgedrückt im Knie und du schiebst dich über die Ferse weg und hältst das Bein fest. Die linke Ferse ganz gleich, ob das Bein gebeugt oder gestreckt ist im Knie, gibt etwas Druck zum Boden und von hier aus gehen wir in 3 Wiederholungen. Vom Anspannen und Entspannen, eine mittlere Spannung ist gewünscht. Mit einem nächsten tiefen Einatmen, Druck geben mit dem rechten Oberschenkel zu den Händen, sich der Spannung bewusst sein, spüren und ausatmen, Spannung raus und mit dem Entspannen kannst du das Bein vielleicht ein bisschen dichter heranziehen. Noch einmal. Tief ein, anspannen, das gehobene Bein gedruckt zu den Händen. Halten einen Moment die Spannung. Und aus, langsam Spannung raus. Nochmal. Tief ein, anspannen, Spannung halten und aus, loslassen. Noch einmal locker tief ein, keine Spannung und aus, das Bein ablegen und am Boden entlang nochmal ausschütteln. Vergleiche bitte das rechte und linke Bein. Wo entsteht Wärme, wo entsteht Länge, Weite, Ausdehnung? Wie verändern sich deine Körperempfindungen durch dein Tun? Schön festzustellen, dass man da sehr wohl und sehr leicht Einfluss nehmen kann. Gehen dann in die andere Seite, Füße schließen, Rücken runter. Das linke gestreckte Bein tief einheben und festhalten. Ruhiger, tiefer Atem. Finde bitte dein Maß. Oberes Bein ganz gestreckt, wenn nötig unten beugen. Erst alle Luft raus, aus, aus, aus und langsam mit einem Einatmen Spannung aufbauen. Druck geben mit dem linken Oberschenkel zu den Händen. Gut festhalten, pass auf, nicht die Schultern hochziehen. Und aus, langsam Spannung raus, spüre die Entspannung. Noch einmal, tief ein, anspannen, Spannung halten, sich der Spannung bewusst sein. Und aus schaust du zu, wie du langsam, langsam die Spannung rausnimmst und vielleicht kannst du das Bein dichter ranziehen. Nochmal tief ein, anspannen, Spannung halten, sich der Spannung bewusst sein. Und aus Spannung raus, vielleicht kannst du das Bein dichter heranziehen. Nochmal locker tief ein. Aus, das Bein ablegen, ausschütteln und liegen einen Moment locker, Augen zu. Beobachte bitte, wie das Anspannen und Lockerlassen wirkt, wie ein Schleusenöffnen, wie du das Leben selbst, die Lebenskraft selbst wieder in Freiheit setzt, indem du dich diesem Wechselspiel hingibst und erlaubst und nicht auf einem Pol bleibst. Wir gehen dann jetzt weiter, Augen auf. Den linken Fuß stellst du auf, Zehen nochmal hochheben, lang ausgestreckt ablegen, Hände flach am Boden.
Und dann gib bitte Druck auf den linken Fuß, so dass du das Becken heben kannst. Rechte Ferse bleibt am Boden, Hände fest am Boden, Schultern fest am Boden, langer Nacken. Gehen auch hier in die Beinhebung. Spür die Spannung, die du hier brauchst in Setu-Asana, in dieser Brückenpose. Das rechte gestreckte Bein tief ein, hochheben. Und aus hinunter, Ferse tippt zum Boden, aber der Po bleibt oben nochmal. Tief einheben, hochschieben mit der Ferse. Und aus tippt die Ferse zum Boden nochmal. Tief einheben. Und aus tippt die Ferse zum Boden noch einmal. Tief ein, das Bein hochheben, das Bein bleibt oben, aus erst den Rücken ablegen und dann das Bein ablegen. Beide Beine wieder lang ausstrecken und ausschütteln. Bleiben einen Moment liegen. Ruhiger, tiefer Atem. Loslassen voller Absicht in jeder Pause auf Entspannung umschalten, fließen lassen. Es erlauben, dass die Entspannung energievoll sein darf. Kein Dahindümpel, nicht lasch, nicht trüb, sondern energievolle Augenblicke. Gehen in die andere Seite, die Füße schließen. Zieh bitte den rechten Fuß heran. Fuß steht hinter dem Sitzbeinhöcker. Zehen etwas heben, lang ausgestreckt ablegen. Und dann gib bitte Druck auf den rechten Fuß, das Becken heben und halten. Linke Ferse tippt am Boden, Nacken schön lang, Schultern weg von den Ohren und los geht's. Linkes gestrecktes Bein, tief ein hinauf. Und aus, tippt die Ferse zum Boden, Po bleibt oben, kann kleine Stückchen sein. Wieder einheben und aus, tippt die Ferse zum Boden nochmal. Einheben, versuch wenig zu wackeln. Und aus, tippt die Ferse zum Boden noch einmal. Tief einheben, das Bein bleibt gehoben. Aus, erst den Rücken ablegen. Und dann die Beine ablegen. Ausschütteln in beiden Beinen. Liegen einen kleinen Moment mit zwei, dreimal durchatmen, locker lassen. Wenn nötig, aus über den Mund. Ziehen dann beide Knie nochmal heran. Die Beine fassen und schaukeln rechts, links. Und mit dem rechts, links hin und her schaukeln in der Päckchenhaltung versuchst du die Knie dichter heranzuziehen. Und noch dichter, noch dichter. So dicht, bis du möglicherweise die Beine umschlingen kannst oder einfach so dicht es geht. Und wenn du die Beine so eng es geht herangezogen hast, bleibe bitte in dieser Päckchenhaltung, Kinn etwas herangezogen, schaue zu den Knien und hier baust du Spannung auf, indem du versuchst, das Kreuzbein in Richtung zum Boden zu bringen und die Schulterblätter.
Finde ich hier eine mittlere Spannung, Kreuzbein, Schulterblätter zum Boden, Kinn ist herangezogen, die Rückenstrecker spannen an, in eine mittlere Spannung. Ruhiger, tiefer Atem. Wenn unangenehm viel Druck zum Kopf entsteht, gestalte das Ganze etwas loser. Auch wenn du loser in der Päckchenhaltung bist, kannst du trotzdem Kreuzbein und Schulterblätter in Richtung zum Boden bringen. Mittlere Spannung. Wenn es schwierig ist, die mittlere Spannung abzupassen, einmal ganz fest anspannen und dann wieder auf ein halbes Maß zurück. Manchmal braucht man auch für einen Moment das Extrem als Vergleichsebene. Spannung bleibt, so gut es geht. Noch einmal tief ein. Aus Kopf hoch, bleiben hier. Noch einmal sehr tief einatmen. Nicht atmen, halten einen Moment die Spannung. Und aus, loslassen, Arme, Beine locker ausstrecken, am Boden entlang ausschütteln. Und Augen zu, lieg dann bitte einen Moment locker da, spüre, wie es fließt, pulsiert, lebendig, überall sich durchströmen lassen. Gar keine Spannung mehr im Gesicht, weiche Gesichtszüge, eine gelassene innere Haltung. Für eine nächste sehr lockere kleine Bewegung lege die Arme ruhig so ein bisschen weiter zur Seite, dass es bequem ist. Und wenn du den rechten Fuß aufgestellt hast, stellst du den Fuß so ein bisschen auswärts, eine Fußbreite auswärts. Die Bewegung mutet so ein bisschen merkwürdig an, so eine kleine Drehung. Du versuchst dabei, das aufgestellte rechte Knie in Richtung zum linken Fuß zu bewegen. Und dabei hebt sich das Becken, du drehst dich so ein bisschen und aus, wieder locker lassen und so weiter. Jeweils einatmend, rechtes Knie in Richtung zum linken Fuß. Rechte Gesäßhälfte hebt sich vom Boden. Aus, locker lassen. Im eigenen Tempo erlaube, dass sich der Kopf mitbewegen darf. Wenn das rechte Knie sich inwärts nach links bewegt, dreht der Kopf möglicherweise etwas nach rechts. Jedes Mal, wenn du das Knie nach innen unten bewegst, kommst du in die Dehnung über den Oberschenkel, über die Leiste. Und vielleicht kann das Ganze ein bisschen etwas Genussvolles haben. Finde dein Tempo. Das Ganze kann auch schwungvoll sein, dass du ausatmend geradezu wie rausfällst aus der Haltung. Einatmend könntest du dann auch mal für eine Weile bleiben, könntest hier auch einmal durchatmen und dann erst wieder loslassen. Das Tempo variiere bitte so, wie du fühlst, dass es dir gut tut und dir eine angenehme Dehnung verschafft über den rechten Oberschenkel, Knie und Leiste, über den Rücken. Ein schönes Wechselspiel von Spannung und Entspannung im Rücken.
Nur noch einmal wiederholen. Treffen uns dann wieder im Liegen. Beine ausstrecken, ausschütteln, mal eben rechts, links. Vergleichen, vielleicht konnte deine rechte Körperseite so ein bisschen an Ausdehnung und Weite, Leichtigkeit gewinnen. Gehen dann genauso in die andere Seite, wenn du gerade liegst, den linken Fuß aufstellen, Fuß so ein bisschen nach außen platzieren. So wie auf der anderen Seite mit dem Einatmen linkes Knie in Richtung zum rechten Fuß, linke Seite des Beckens hebt sich, Kopf dreht sich ein bisschen. Und aus, locker lassen. Und so weiter. Eindrehen. Aus, loslassen. Finde bitte deine Art der angenehmen Durchführung, in der du Atem und Bewegung zu einem zusammenbringst, zu einem Ereignis. Versuche die Übung so durchzuführen, dass du durchzuführen, das war eben auch ein schöner Versprecher, durchzufühlen, durchzuführen, dass du dich gut fühlen kannst dabei, aber durchfühlen finde ich an sich ist auch eine schöne Wortschöpfung. Ich fühle mich durch von Augenblick zu Augenblick. Einatmend bist du eher in der Verfassung von Spannung. Aus, eher in der Verfassung von Entspannung. Beides hat sehr gute Qualitäten, die ausgekostet werden können und die wunderbar sich gegenseitig ergänzen und Leben gewährleisten, Ausdruck des Lebens sind. Nur noch einmal mit dem nächsten Mal bleibe dann bitte in der Mitte. Und ziehe beide Knie heran. Wie Kappen legst du die Knie, die Hände auf die Knie nicht seitlich fassen, sondern vorne rüber fassen. Und komm dann bitte in so einen Kreis und pendeln, so wie es angenehm ist. Bei ganz lang ausgestreckten Armen hältst du dann die Knie still, rechter Winkel, so ziemlich rechter Winkel in den Hüftgelenken. Und dann hebst du auch die Unterschenkel, dass du einen rechten Winkel hast in den Knien, Fußspitzen herangezogen, rechter Winkel in den Sprunggelenken, Rücken runter, Bauchmuskeln fest. Und dann löse bitte die Hände von den Knien, Arme zu den Seiten. Wenn dir das zu viel wird, ziehst du die Knie etwas dichter ran, dann wird es leichter. Wenn du kannst, bleib im rechten Winkel. Dann legen wir jetzt los. Einmal tief ein und aus. Beide Knie zur linken Seite in Richtung zum Boden, aber nicht ablegen, dicht über dem Boden halten. Tief ein, hinauf
Und aus zur anderen Seite, Knie nach rechts, Kopf mittig oder sogar nach links. Ein hinauf, ausdrehen, ein hinauf und ausdrehen, ein hinauf, Rücken runter, aus nach links. Ein hinauf, aus nach rechts, letztes Mal, wieder ein hinauf und aus, Knie fassen, heranziehen, schaukel bitte nochmal rechts, links oder du kreist mit den Knien, so wie es angenehm ist. Stellen dann mit einer kleinen Lücke zueinander die Füße am Boden auf. Und wenn die Füße stehen, Zehen nochmal hochheben, lang ausgestreckt ablegen. Stell dir bitte einen Klotz vor, den du zwischen den Knien hast, dem du etwas Druck gibst. Und indem du diesem imaginären Klotz etwas Druck gibst, baust du etwas Spannung auf im Beckenboden und im Gesäß. Von hier aus gehen wir ein paar Mal in die Hebung. Druck geben auf die Fußsohlen. Das Becken kippt sich. Po löst sich vom Boden. Tief ein, aufrollen, bis du dich auf den Füßen und den Schultern hältst. Und ausatmend abrollen. Einmal zwischendurch atmen, wenn du liegst. Nochmal tief ein, aufrollen. Druck auf die ganze Fußsohle. Belaste auch das Grundgelenk vom großen Zeh. Knie bleiben parallel. Druck mit den Schultern zum Boden. Und aus, abrollen und wenn du liegst, einmal zwischendurch atmen. Noch einmal tief ein, aufrollen. Bisschen Druck auf die Knie, Po fest, Beckenboden fest, Schultern fest am Boden, Kinn herangezogen. Und aus, abrollen. Einmal zwischendurch atmen. Nehmen die Arme mit, tief ein, aufrollen und die Arme im hohen Bogen hinauflegen, oben abgelegt lassen und aus nur den Rücken ablegen. Wenn der Rücken liegt, tief ein, sich lang an den Armen ausstrecken und aus im hohen Bogen Arme wieder neben den Körper. Noch zwei Runden. Tief ein, aufrollen und Arme heben. Die Arme bleiben gehoben und aus den Rücken ab. Legen. Wenn der Rücken liegt, tief ein, lang an den Armen strecken und aus dem hohen Bogen Arme wieder neben den Körper. Nochmal. Tief ein, aufrollen und Arme hoch. Aus, abrollen, wenn der Rücken liegt. Tief ein, lang an den Armen, lang strecken. Und aus im hohen Bogen Arme wieder neben den Körper. Nehmen die Knie heran, fassen die Beine
Ruhige Atem, schaukle bitte nochmal gemütlich, so wie es angenehm ist. Wiederholen noch einmal die Bauchmuskel stärkende kleine Drehung, die auch die schrägen Bauchmuskeln ins Spiel bringen bei gestreckten, ausgestreckten Armen. Fass bitte von oben weg die Knie, Rücken fest zum Boden, rechter Winkel in den Hüftgelenken, Unterschenkel heben, rechter Winkel in den Knien, Fußspitzen heranziehen, rechter Winkel in den Sprunggelenken, Rücken runter, Arme zu den Seiten, wenn es zu viel wird, Knie ranziehen, nochmal tief ein. Aus beide Knie nach links in Richtung zum Boden, aber nicht ablegen. Tief ein, hinaufheben. Und aus nach rechts, Kopf neigt etwas nach links. Wieder ein, hinauf, Rücken runter. Und aus Knie nach links, Kopf neigt etwas nach rechts. Wieder ein zur Mitte und aus Knie nach rechts, Kopf nach links. Ein zur Mitte und ausdrehen. Ein heben und ausdrehen, dicht über dem Boden halten. Ein hinauf und ausdrehen. Ein zur Mitte und ausdrehen. Noch einmal ein hinauf und die Beine fassen gemütlich. Kreisen, pendeln, so wie es angenehm ist. Wechsle dann bitte den Griff und fasse in die Kniekehlen vom Gewicht der Beine getragen, lasse dich in einem Schwung hinauftragen zum Sitzen. Füße stehen und umfasse die Beine, Kopf sinkt, bleiben hier, den Kopf gar nicht mehr halten, während der Atem in den Bauch geht. Registriere bitte, dass sich auch der Rücken durch den Atem bewegt. Auch von hier aus wechseln wir ein paar Mal zwischen Spannung und Entspannung. Kleine Lücke zwischen den Füßen, kleine Lücke zwischen den Knien. Legen los, Kopf hoch, mit dem Einatmen sich zurücklehnen, bis die Hände in der Nähe der Knie sind. Kurz halten und aus nach vorne lehnen. Nochmal tief ein, zurücklehnen, kurz halten und aus nach vorne. Noch einmal tief ein, zurücklehnen, halten kurz. Und aus nach vorne. Einmal zwischendurch atmen.
Gehen weiter, nochmal zurücklehnen, Fäuste ballen, Adi Mudra, nicht atmen und rudern mit den Armen vorwärts in Ardha Nava Asana, dieser vereinfachten Bootspose. Wenn die Luft verbraucht ist, aus, nach vorne kommen, gut durchatmen. Noch einmal. Tief ein, zurücklehnen, Fäuste fest, Daumen packen. Nicht atmen, rudern, große Bewegung in den Schultern. Ist die Luft verbraucht? Aus. Nach vorne lehnen, gut durchatmen. Noch einmal. Tief ein, zurücklehnen, Fäuste fest, nicht atmen, rudern. Ist die Luft verbraucht? Aus, nach vorne lehnen und loslassen. Gut durchatmen. Der nun verstärkte Atem zeigt sich hoffentlich auch noch etwas deutlicher im Rücken. Anstrengung, übermäßige Spannung, Druck. Abgleiten lassen, sich den Rücken frei atmen. Sich selbst die Lasten abnehmen. Noch einmal gut durchatmen. Heben wieder den Kopf. Kommen auf dem kürzesten Weg in den Vierfüßler. Auf allen Vieren gehalten. Achte darauf, dass du den Abstand zwischen Händen und Knien nicht zu klein, nicht wählst. Lieber zu groß als zu klein. Und hier stellen wir die Zehen auf. Neutral gerader Rücken, nicht durchhängen im Rücken. Bisschen Höhe holen aus den Schultern. Und gehen auch hier nochmal in den Wechsel von Spannung und Entspannung. Erst alle Luft raus, aus, aus, aus. Einmal tief ein. Aus, die Knie vom Boden lösen, dicht über dem Boden halten, nochmal tief ein, Spannung spüren und aus, absetzen, einmal tief ein, aus, Knie vom Boden lösen, halten, nochmal tief ein. Und aus, absetzen, einmal tief ein. Aus, die Knie vom Boden lösen, Spannkraft spüren, Ellbogen geben ruhig ein bisschen nach, nochmal tief ein. Und aus, absetzen, einmal tief ein. Ausheben, wir verlängern die Haltezeit, nochmal tief ein und aus, immer noch halten, einmal tief ein und aus, absetzen, einmal tief ein. Aus, die Knie vom Boden lösen und halten. Einmal tief ein und aus.
Immer noch halten, tief ein und aus. Absetzen, letzte Runde, nochmal tief ein. Aus, Knie vom Boden lösen, nochmal tief ein. Aus, halten, nochmal tief ein. Und aus, absetzen, Zehen lang und bring den Po zu den Fersen, langer Rücken, lange Arme, Kopf sinkt. Bleiben hier ruhig und tief durchatmen. Jedes Ausatmen in Verbindung bringen mit einem absichtlichen Loslassen. Viel Atembewegung erlauben. Um in die Bauchlage zu kommen, mit einem Einatmen hinaufkommen und aus auf den Bauch, Hände aufeinander, Stirn darauf, die Beine etwas grätschen, so dass du die Fußspitzen nach außen drehen kannst. Die Innenseiten der Oberschenkel kommen zum Boden, mehr als die Vorderseiten. Versuche auch im Schultergürtel ganz flach zu liegen. Der Atem geht in den unteren Rücken, in das Kreuzbein, in den Bauch. Und aus Kraft der Vorstellung geradezu in die Beine hinein. Wenn der Atem sich den unteren Körperraum erobert hat, erlaube auch im Brustkorb, im Schultergürtel und im Nacken so locker zu sein, dass sich auch hier der Körper mitbewegt. Diese Art zu liegen in Verbindung mit dem tiefen Atmen hilft dabei, den Körper zu entstauen, Gestautes wieder zum Fließen zu bringen, Lymphe in Bewegung zu bringen, bleibt ganz weit über die Achselhöhlen, über die Leisten, deutlicher Atem in den Bauch, ganz locker im Nacken. Die Bauchlage ist gut dazu geeignet, auch psychische und mentale Last aus dem Körper in die Erde abfließen zu lassen. Das kannst du parallel laufen lassen, die Absicht loszulassen, durchlässiger zu werden. Wenigstens 9 Atemzüge brauchen wir hier, ein Varshana, um davon ausgehen zu können, dass wir effektiv geübt haben. Noch einmal durchatmen.
Füße bitte wieder deine Beine, linker Arm nach vorne. Und dann drehst du dich über links auf den Rücken, nach deinem Empfinden. Rutsche bitte deine Kleidung, deinen Körper zurecht. Vielleicht nochmal die Knie heranziehen, ein bisschen schaukeln. Vielleicht die Knie nochmal einzeln heranziehen. Mal das eine, mal das andere Bein. Vielleicht nochmal auf- und abrollen, wie auch immer in bequeme, eigene, kleine Bewegung gehen. Und wenn du soweit bist, treffen wir uns in der Rückenlage, um zum Abschluss nochmal die übermäßige Spannung aus dem unteren Rücken zu nehmen. Dafür schließe bitte die Füße, die Beine laufen parallel, sind aber nicht sonderlich angespannt. Aus den Hüften heraus gehst du in eine schlängelnde Bewegung nach unten. Mal das rechte Bein länger machen als das linke, mal das linke Bein länger machen als das rechte. Auf diese Weise bewegt sich die Lendenwirbelsäule seitlich schlängelnd. Im besten Fall gibst du so nach, auch in der Brustwirbelsäule und im Nacken, dass sich der Kopf von alleine mit bewegt. Eine weiche Bewegung, eine gemütliche Bewegung. Verbinde bitte nur das Lockersein damit, das Weichsein, gelassen, mühelos bewegen, ein bisschen wie von selbst, als hätte man einen Stein ins Rollen gebracht und das läuft jetzt einfach ab. In gleicher Länge bringst du die Beine dann wieder zur Ruhe. Von den Fersen stoß dich so ein bisschen ab, dass du auf der Haut des Rückens eher kopfwärts rutschen kannst. Und dann lässt du die Füße zu den Seiten kippen. Wenn du eher hoch rutschst, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sich die Lendenwirbelsäule dem Boden annähert. So wie es noch notwendig ist, sich dann zurechtrutschen, um nun für die Entspannung locker liegen zu bleiben. Und während du liegen bleibst, setze ich mich auf. Vielleicht hast du dich auch mit einer Decke versorgt oder mit einem Kissen. In aller Ruhe die Augen schließen und damit aufhören, tätig zu sein oder tätig sein zu wollen. Es wurde genug getan. Und jetzt kommen wir in diese Phase, in der wir erleben, wie schön es ist, geschehen zu lassen, untätig zu sein, zu erfahren, dass sich auch in solchen Zeiten sehr viel ereignet im eigenen Inneren, ohne etwas zu tun. Wir beobachten die Nachwirkung, das Ausklingen, die Art und Weise, wie der Körper das beantwortet,
was wir eben in der letzten Stunde alles so angeboten haben. Sich selbst gegenüber eine sehr freundliche Haltung einnehmen, wohlwollend, nicht fordern, nichts erwartend, ganz und gar gütig, liebevoll und im Einfluss unseres Wohlwollens und unserer Freundlichkeit wird sich der Körper vertrauensvoll entspannen. Die Füße und die Beine spüren. Die Lebendigkeit in den Füßen und Beinen spüren. Der Körper entspannt sich und die Füße und Beine können somit wunderbar frei durchströmt werden und kommen damit wieder zu Kräften. Wir gewinnen an Energie und Stärke, indem wir entspannen. Während die Beine ruhen, den Raum des Beckens spüren und den Rücken. Becken und Rücken lassen sich von der Erde tragen, sinken immer wieder mal noch etwas weiter hinab. Und weil die Muskulatur so durchlässig wird, entsteht ein Durchströmtwerden, das uns nachhaltig stärkt und sich in diesem Moment ganz und gar gut anfühlt. Ein Moment des Kraftschöpfens in der Entspannung. Entspanntheit und Ruhe im Bauchraum und in der Brust. Fühlen, danach Ausschau halten und sich selbst bestätigen. Auch hier bin ich entspannt, bin ich ruhig und nehme diese angenehmen Empfindungen wahr. Lebendigkeit, die fließt, pulsiert, wohlig warm, ruhig und energievoll zugleich. Zwei, drei Atemzüge, insbesondere in das Herz lenken. Das Physische, aber auch das fühlende Herz aufatmen lassen, Entspannung genießen, in der Entspannung wieder zu Kräften kommen. Beide Schultern, Arme und Hände fühlen. Bis zu den Fingerspitzen entspannt, ruhig, vertrauensvoll getragen von der Erde
wohlig warm durchströmen, voller Energie. Den Hals und den Schädel spüren. In der Schmale des Halses eine wohlige Weite ermöglichen. Durchlässig sein, sodass Herz und Verstand wunderbar miteinander wirken können. Freier Nacken, freie Kehle. Entspannt, weit und klar. Die Kopfhaut entspannt sich. Womöglich zeigt sich ein feines Prickeln oder Pulsieren in der Kopfhaut. Und das Gesicht ist entspannt. Kiefergelenke locker. Die Lippen berühren sich nur zart. Wangen und Mund entspannt. Die Partien um die Augen herum spannungslos. Und Schläfen und Stirn ganz weich. Die Sinne sind entspannt, indem sie wahrnehmen, ohne zu bewerten. Bloße Wahrnehmung. Es ist, wie es ist. Und ruhiger Geist, der aufgehört hat, zu interpretieren oder Meinungen dazu zu haben und sich damit begnügt, zu erfahren, zu erleben, zu genießen, bewusst zu sein. Ein schöner Augenblick der Entspanntheit lädt dazu ein, erlebt zu werden, wach bleiben und fühlen. Um all das Gute dieses Momentes im ganzen Körper aufzunehmen. Die Seele damit zu erfüllen und sich daran zu erfreuen. Sehr einfach und wunderbar. Zugleich. All das Gute, das du in diesem Moment wahrnimmst, zeig dir Aspekte deiner selbst. Und wenn du dich über diesen Augenblick freuen kannst, bedeutet das, dass du dich auch über dich selbst freust. Vielleicht lächelnd, nun sanft den Atem wieder vertiefen. Abwarten, bis sich der Körper gerne wieder bewegen möchte, erst ein bisschen und dann mehr und mehr. Recken, strecken, vielleicht nochmal mit den Händen über das Gesicht streichen, vielleicht Knie nochmal heranziehen, nochmal einrollen.
Wir verabschieden uns heute mit einem ganz kleinen Lied, ein kleines Mantra, Om Namah Shivaya. Begrüßen damit die Veränderung, stehen damit im Frieden, dass sich alles verändern darf, so vielschichtig sein darf. Schließen die Augen. Spüre bitte nochmal, so fühle ich mich. Wenn du magst, tönst du mit oder hörst zu und singst im Inneren. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shanti, Shanti, Shanti. Verneigen wir uns noch einmal. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid, vielleicht die Stunde auch nochmal macht und euch immer tiefer in das Erleben eintaucht. Denn auch in der Wiederholung ist es ja immer wieder anders. Und eine gleiche Stunde, noch einmal durchgeführt, kann sich ganz anders anfühlen, weil es immer wieder auf einen anderen Nährboden fällt, weil wir in einer anderen Verfassung sind. Es lohnt sich also zu wiederholen. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's euch schön. Tschüss.